So, hallo, herzlich willkommen zum Workshop TTIP ist nicht neu, Freihandel im globalen Kontext. Wir wollen heute also, wie der Titel schon sagt, darüber diskutieren, was sozusagen an Elementen, die wir heute bei TTIP erleben, schon bei anderen Freihandelsverträgen vorhanden waren. Natürlich, es ist so, TTIP wird jetzt gerade brandaktuell diskutiert. Erst gerade hat der Handelsausschuss des Europäischen Parlamentes auch mit Stimmen von CDU und SPD dem System privater Schiedsgerichte zugestimmt. Aber ist es wirklich alles eine neue Erfindung? Und allein wenn man sich anguckt, was Deutschland so seit den 60er Jahren gemacht hat, Deutschland hat seit den 60er Jahren in 130 Ländern Freihandelsverträge abgeschlossen mit Investorenschutzklausel. Deutschland ist einer der Erfinder der sogenannten Investorenschutzklauseln, die dann eben die privaten Schiedsgerichte umfassen, die dann im Geheimen, ohne Öffentlichkeit, ohne Berufungsmöglichkeit über Schadenersatzansprüche von Konzernen gegen Staaten entscheiden. Und solche Klauseln gibt es eben sehr häufig mit den Ländern des Südens, und es soll sie jetzt eben auch mit TTIP geben. Was heißt es eigentlich genau, solche Klauseln? Wenn zum Beispiel ein Land strengere Umweltgesetze, Verbraucherschutzgesetze macht, dann muss es damit rechnen, dass ein Konzern den Staat auf Schadenersatz verklagt wegen entgangenen Gewinnen. Deutschland erlebt das gerade. Vattenfall verklagt Deutschland wegen des Atomausstieges auf 4,7 Milliarden Euro Schadenersatz. Australien wurde vom Tabakhersteller Philip Morris verklagt, weil es strengere Werbegesetze für Tabakwerbung erlassen hat. Auch das alles läuft vor privaten Schiedsgerichten. Und Freihandel ist ein allgemeines kapitalistisches Prinzip. Alle Märkte sollen geöffnet werden. Schon Karl Marx hielt eine Rede 1848 über den Freihandel. Schon damals sozusagen sagte er ganz klar, dass sozusagen Freihandel im gesamten kapitalistischen System durch das kapitalistische System in alle Länder durchgesetzt wird. Und wir wissen heute auch, dass Freihandelsverträge ein Kernstück jeder neoliberalen Freihandelsordnung sind. Man will eben neue Absatzmärkte für Konzerne finden, Rohstoffe sichern, das ist das Ziel, um das es geht. Und da geht es eben nicht um entwicklungspolitische Vorstellungen. Und die Folgen erleben wir zum Beispiel in Afrika, wo ein Land wie Ghana gezwungen ist, seine Märkte für europäische Waren zu öffnen. Da kostet dann ein Kilo Hähnchen aus Europa 90 Cent und das Produkt des lokalen Hähnchenzüchters 1,80 Euro, der kann dann nicht mithalten mit der Dumpingware aus Europa und verliert seine Existenz. Wir haben die Diskussion um die EPAs, auch darüber wollen wir heute reden, im Zusammenhang mit Freihandelsverträgen. Wir wollen eben schauen, welche Ähnlichkeiten gibt es. Man weiß, ich meine, die TTIP-Verhandlungen laufen ja geheim, das ist ja auch ein Prinzip von Freihandelsvereinbarung, dass sozusagen die Verhandlungen im Vorfeld im Geheimen stattfinden, dass die Parlamente, dass die Öffentlichkeit erst informiert wird, wenn alles sozusagen abgelaufen ist schon. Und auch das ist sozusagen ein Kernstück, über das wir hier reden wollen. Wir wollen über die Erfahrungen mit Freihandelsverträgen und Vereinbarungen reden. Wir wollen diskutieren, wo TTIP ähnlich ist, wo es sich unterscheidet. Wir wollen über die Folgen reden und wir wollen auch hier im Podium über die Alternativen reden. Und dafür haben wir ein ganz tolles Podium hier heute sitzen. Ich werde alle kurz vorstellen. Ich habe zum einen hier zu meiner Rechten Ulrike Herrmann. Ulrike Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Sie hat unter anderem das Buch geschrieben, Der Sieg des Kapitals, und eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel Freihandel, Projekt der Mächtigen. Ja, links neben mir sitzt Malte Danieluk. Malte Danieluk ist
hat von 1997 bis 2013 in verschiedenen entwicklungspolitischen Projekten in Lateinamerika gearbeitet, ist seit 2008 Redakteur des Lateinamerika-Portals America 21 und hat als Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung die Rolle des Freihandelsvertrags TTIP in der Energie- und Geopolitik untersucht. Dann Magdiel Sanchez Quiroz. Magdiel ist aus Mexiko, hat Philosophie studiert und ist unter anderem beim Ständigen Tribunal der Völker aktiv und der Nationalen Befreiungsbewegung. Das Tribunal der Völker nahm in Mexiko 2011 seine Arbeit auf und deckt als eine Art zivilgesellschaftliches Gewissenstribunal in öffentlichen Anhörungen die verheerenden Folgen von Freihandelspolitik, Drohnenkrieg, Gewalt und Verletzung der Völkerrechte durch Staat und Unternehmen auf. Und da vorne, also sozusagen vorne rechts und von euch aus ganz links außen sitzt Heike Hensel. Sie ist seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Ihre thematischen Schwerpunkte liegen auf der Handels- und Entwicklungspolitik. Sie ist außerdem in der Friedensbewegung aktiv und arbeitet seit 1997 in der Gesellschaft Kultur des Friedens mit. Und mein Name ist Nima Mofassad, ich bin ein Kollege von Heike Hensel, sitze auch im Entwicklungsausschuss des Bundestages, bin Obmann der Fraktion dort und Sprecher für Welternährung und werde das Ganze hier moderieren. Vielleicht, bevor wir loslegen hier mit der ersten Frage, noch was zum Ablauf. Wir würden das so machen, wir machen jetzt hier keine langen Statements der Einzelnen, die vorne sitzen, sondern ich werde einzelne Fragen stellen, wo es sozusagen Antworten zu gibt. Und wir wollen so ungefähr nach 50 Minuten, 60 Minuten auch das Öffnen für Fragen und Statements auch aus dem Publikum. Gut, und wollen starten mit Ulrike. Ulrike, du hast ja die Broschüre Freihandel, Projekt der Mächtigen geschrieben. Erste Frage, warum sagst du, dass Freihandel ein Projekt der Mächtigen ist? Hört man mich ja, nicht, oder? Ich habe nämlich vorhin an meinem Mikrofon rumgebastelt, in der Hoffnung, dass es hier nicht mehr so solche Rückkopplungseffekte gibt. Ja, warum ist Freihandel ein Projekt der Mächtigen? Es ist ganz klar so, Freihandel als Ideologie ist ja ungefähr oder als Theorie 1760 entwickelt worden von einem Menschen namens Adam Smith, Engländer, der Begründer der Volkswirtschaftslehre. Und es hat dann nochmal 80 Jahre gedauert, bis ungefähr 1860, dass der Freihandel eingeführt worden ist, zunächst nur von England. Dass nur England den Freihandel eingeführt hat, die anderen Länder nicht im 19. Jahrhundert, liegt ganz klar daran, und damit antworte ich jetzt auf deine Frage, dass Freihandel nur denjenigen nützt, die an der Spitze der technologischen Entwicklung sind. Denn es ist ja ganz klar, wenn man frei handelt, dann setzt sich immer der durch, der am billigsten produzieren kann. Am billigsten kann der produzieren, der die am besten entwickelte Technik hat und am effizientesten ist. Du darfst jetzt erstmal wieder fragen, dann mache ich weiter. Ja, weil ich meine, die Regierenden, die sagen immer, Freihandel ist gut. Ja, Freihandel nützt doch uns allen, bringt uns Wohlstand, TTIP bringt Wachstum. Was entgegnest du dem denn? Also was man ganz klar sehen muss, ist, für Industrieländer, wenn sie mit anderen Industrieländern handeln, ist Freihandel richtig. Man darf jetzt Freihandel nicht komplett verteufeln, wenn man jetzt keinen Freihandel hätte und es überall Zölle gäbe, dann wäre es so, dass die Unternehmer einen extra Profit machen könnten. Das ist auch genau der Grund gewesen, warum Adam Smith im 18. Jahrhundert für Freihandel und gegen Zölle wäre. Wenn es Zölle gibt, zahlen die Konsumenten und die Unternehmer gewinnen. Deswegen ist Freihandel zwischen Industrieländern richtig. Ein völlig anderer Fall ist eben, wenn Industrieländer mit Entwicklungsländern handeln. Nicht? Das muss man auseinanderhalten, auch bei den Linken, sonst kommt man komplett sozusagen durcheinander. Jetzt nochmal zu der Frage, die du ja auch gestellt hast, kann TTIP Wachstum erzeugen? Die ganz klare Antwort ist nein.
Und das liegt daran, dass die Zölle zwischen den Industrieländern bereits sehr niedrig sind. Also im Durchschnitt sind die Zölle in der EU noch bei 5,2% und in den USA sogar nur bei 3,5%. Das heißt, da kann man nicht mehr viel nach unten senken. Und dass die Zölle überhaupt noch bei 5,2% liegen im Durchschnitt bei der EU, liegt nur an der Landwirtschaft. Da gibt es sehr hohe Zölle. Und es gibt ja schon ein Abkommen, das abgeschlossen ist, nämlich CETA. Das ist jetzt das Abkommen mit Kanada. Und da kann man ja sehen, was aus den Zöllen geworden ist. Und das wird jetzt niemanden erstaunen. Die Zölle in der Landwirtschaft sind weiterhin sehr hoch. Da hat sich also auch gar nichts geändert, weil, wie das wissen Sie ja alle, die Landwirtschaft in Europa wird mit 60 Milliarden Euro im Jahr subventioniert. Hier haben wir schon gigantische Überschüsse. Man will auf gar keinen Fall noch mehr Zeug aus Amerika oder aus Kanada importieren. Also sind die Zölle auch da geblieben, wo sie sind. Aber nochmal, um das zusammenzufassen, wenn die Zölle sehr niedrig sind, dann ist der Handel bereits maximal effektiv. Kann man auch sehen, pro Tag werden 1,8 also Waren im Wert von 1,8 Milliarden Euro über den Atlantik geschoben zwischen den USA und Europa. Das ist schon sehr viel und das würde eben sich durch TTIP auch nicht mehr steigern lassen. Ja, Heike, Ulrike sagt hier gerade, Freihandelsvereinbarung zwischen Industrieländern, das ist sozusagen was anderes als Freihandelsvereinbarung zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Nun arbeitest du ja schon lange zu Handelsvereinbarungen mit Entwicklungsländern, die auch Deutschland abschließt. Ich hatte es erwähnt, seit den 60er Jahren gab es 130, nicht wahrscheinlich alle mit Entwicklungsländern, aber ein großer Teil. Wie sind sozusagen deine Erfahrungen? Welche Folgen haben Freihandelsvereinbarungen für die Länder des Südens? Ja, also erstmal bin ich froh, auch als Entwicklungspolitikerin, dass sozusagen über TTIP, natürlich werden wir nachher vielleicht auch nochmal das diskutieren, aber wir generell mehr über Freihandel diskutieren. Weil das muss man sagen, das sind auch meine Erfahrungen. Wir kämpfen gerade in der entwicklungspolitischen Szene, soziale Bewegungen, vor allem auch die im Süden, schon lange gegen Freihandel. Aber hier in Europa manifestiert sich der Protest doch sehr stark jetzt über die, sagen wir mal, nochmal neuen Dimensionen von TTIP, CETA und TISA. Und TPP vielleicht asiatischer Raum, aber auch das ist schon wieder weniger im Fokus. Und ja, wir kämpfen eigentlich gemeinsam mit vielen sozialen Bewegungen in Lateinamerika und afrikanischen Ländern schon seit Jahren gegen diese Freihandelslogik, die eben in der Summe für die Länder des Südens, vor allem für die ökonomisch schwächer entwickelten Länder, bei den Schwellenländern muss man es natürlich auch nochmal differenzierter sehen, sehr starke Nachteile gebracht haben. Und natürlich können sich in den Ländern des Südens einzelne Branchen vielleicht ein bisschen entwickeln, die eben auf Exportorientierung sowieso generell ja sehr stark fokussieren und partiell gibt es dann vielleicht auch einzelne profitable Zweige, aber insgesamt, dass es erstens mal auch kein zerstörerisches Wachstum, wie wir im Bergbau vor allem erleben, haben, ist für die Länder des Südens sehr schwierig. Wir haben zahllose Beispiele, dass der Freihandel zu Armut beigetragen hat, dass er zu sozialen Verwerfungen geführt hat. Da wird sicher Magiel zu Mexiko einiges sagen. Ein anderes klassisches Beispiel ist zum Beispiel ist Haiti bereits in den 80er Jahren, als es eine Handelsliberalisierung mit den USA gab, ist die Nahrungsmittelproduktion um 40% zurückgegangen in den wichtigen Nahrungsmitteln, die für Ernährungssouveränität in Haiti sehr wichtig waren. Reis, Mais, Bohnen, Hirse, sie waren dann abhängig von den billigen Nahrungsmittelimporten aus den USA. Dadurch überhaupt haben sich natürlich die Abhängigkeiten im Nahrungsmittelbereich verstärkt, was die Weltmarktabhängigkeit angeht. Und die Preise sind gestiegen und wir haben das ja alle erlebt in den 2008, glaube ich, 2009, die große Nahrungsmittelkrise in Haiti. Das ist ein ganz klassisches Beispiel, wo die ganze Landwirtschaft, eigentlich die kleinbäuerliche Landwirtschaft zerstört wurde, wo die Menschen klassisch dann in die Städte abgewandert sind, wo nur noch ein bisschen Subsistenz stattgefunden hat und wo vor allem auch ökologisch verheerende Auswirkungen waren, weil nämlich der Waldbestand bis auf 2% in Haiti reduziert wurde, weil viele dann angefangen haben, über die Holzkohleproduktion und so weiter sich eine neue Existenz zu suchen und daran laboriert Haiti bis heute.
Ulrike wollte noch einen kurzen Punkt ergänzen. Ja, ich habe gedacht, jetzt habe ich ja vorhin nur erklärt, warum Freihandel für Industrieländer gut ist, warum wir Freihandel zwischen den USA und Deutschland eigentlich auch schon haben, warum es kein Wachstum durch TTIP geben wird. Aber was ja fehlt ist, okay, wenn wir schon Freihandel haben, was ist dann eigentlich so gefährlich an TTIP? Warum bin ich dann trotzdem dagegen? Und ich glaube, man muss nochmal, wahrscheinlich kennen sich schon viele sehr gut aus, aber für die das neu ist, man muss einfach prinzipiell unterscheiden, dass es zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, zu exportieren. Die eine Möglichkeit ist, man produziert hier und schiebt die Waren dann über den Atlantik nach den USA. Das ist der klassische Handel, der ist eigentlich schon komplett geregelt. Und dann gibt es die zweite Möglichkeit, das sind die sogenannten Direktinvestitionen. Man baut nicht hier ein Auto und schafft es dann in die USA, sondern man baut gleich eine Fabrik in den USA und verkauft das Auto dann dort. Das ist das, was auch Daimler, VW und so in Massen gemacht haben. Diese Direktinvestitionen, die werden eben durch das geschützt, sollen geschützt werden durch das, was Nima auch schon angesprochen hat, durch diese sogenannten Investorenschutzklauseln. Und die sind die eigentliche Gefahr, diesmal bei diesem gesamten Abkommen, ob TTIP oder CETA, weil es eine, das hat Nima ja auch schon ein bisschen angesprochen, eine Sondergerichtsbarkeit für Großkonzerne ist. Genau. Vielleicht noch eine Frage, Heike, an dich. Du hast ja den Diskurs sozusagen ja auch um die EPAs, also die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen, insbesondere mit afrikanischen Staaten, die sogenannten EPAs, sind Freihandelsvereinbarungen, die Europäische Union anvisiert und die meisten Staaten haben mittlerweile auch unter afrikanischen Staaten haben unter Druck unterzeichnet oder werden demnächst unterzeichnen. Was erinnert dich an dem Diskurs bei TTIP, an die Debatten, die wir mit den EPAs geführt haben im Entwicklungsausschuss und an anderer Stelle? Ja, vielleicht da auch nochmal zwei grundsätzliche Punkte. Einmal hat die EU, wenn ich jetzt mich auf die EU konzentriere, nachdem die WTO-Verhandlungen sozusagen in Cancun gescheitert waren, natürlich sich eine eigene Strategie überlegt, wie sie an die wichtigen neuen Märkte, Beschaffungsmärkte, die Fragen von Wettbewerb, Investitionsschutz, Patentschutz und so weiter vertieft, Dienstleistungsbereich und so vertieft Zugang finden kann, wo es viele Blockaden eben auch gab von den Schwellenländern. Und den Ländern des Südens sich ja diese neue Strategie Global Europe gegeben, das war schon 2006, Competing in the World, und da wurde sehr genau formuliert, wir machen jetzt eine aggressive Marktöffnungsstrategie über bilaterale Freihandelsabkommen mit einzelnen Ländern oder mit ganzen Regionen. Und dazu gehören einmal die AKP-Staaten, die afrikanischen Staaten, der Karibik und des Pazifik und dann auch Regionen in Lateinamerika. Und es ist im Grunde blaupausenmäßig immer ähnliche Handelsverträge gewesen, denen es genau, und das ist ähnlich, was wir ja heute auch bei TTIP diskutieren. Es geht nicht nur, bei den afrikanischen Staaten geht es natürlich auch um die Waren, die landwirtschaftlichen Produkte in einem viel größeren Maße, die Zollsenkungen als mit den USA. Aber es geht auch um die Frage, die Beschaffungsmärkte zu attackieren, die Dienstleistungen, den Investitionsschutz auszubauen und so weiter. Also all die heiklen Themen, die wir jetzt im Rahmen von TTIP diskutieren, sind auch ein Thema bei den Freihandelsabkommen mit Lateinamerika, Kolumbien, Peru zum Beispiel, Zentralamerika und auch bei den EPAs, aber wenn auch abgestuft, also mit Abstufung der Zollöffnung. Ganz wichtiger Bereich sind zum Beispiel auch die Exportzölle, das ist jetzt spezifisch für die Länder des Südens, die rohstoffreichen Länder, dass sie gezwungen werden, ihre Exportzölle, die ja ein gutes Regulierungsinstrument sind, um Rohstoffe auch im eigenen Land zu halten und überhaupt die Frage des Rohstoffabbaus vielleicht ganz neu auf eigene Füße zu stellen, dass sie gezwungen werden, diese Zölle auch Stück für Stück abzubauen, um den Zugang zu Rohstoffen massiv zu erleichtern. Und der zweite große Bereich, der natürlich genau
gleich ist in der gesamten Diskussion, ist die Intransparenz, die Geheimhaltung. Und es war wirklich skandalös, wie die EU im Rahmen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EPAs gegenüber den afrikanischen Staaten vorgegangen ist. Hohe Intransparenz. Wir haben das erlebt. Viele Parlamentarier, Parlamentarierinnen, die dann aus den afrikanischen Staaten hierher kamen, haben gesagt, sie selbst haben auch keinen Zugang zu den Texten. Sie sind nicht informiert. Ihre Regierung informiert sie nicht. Also von wegen Stärkung, demokratische Stärkung und so weiter. Zivilgesellschaft auch außen vor, so wie wir hier das erleben. Und insgesamt natürlich auch ein Ungleichgewicht in der Kompetenz. Man muss sich vorstellen, da sitzen dann zum selben Thema vielleicht 100 oder 500 EU-Beamte und in den Ministerien afrikanischen Ländern sitzen dann 2, 3 Leute, die dasselbe Thema bearbeiten. Das ist ein Ungleichgewicht an Ressourcen, um überhaupt zu verhandeln. Also hier von gleicher Augenhöhe zu sprechen, geschweige denn von Entwicklungsförderlichkeit. Die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen gelten ja als Beitrag zur Entwicklung. Ist wirklich, muss ich sagen, eine Propaganda sondersgleichen und vor allem fand auch sehr viel Druck statt. Es gab eigentlich eine Politik der Erpressung, die die EU noch betrieben hat, indem sie ihr eigenes allgemeines Präferenzsystem nochmal modifiziert hat und dazu viele Länder dann plötzlich unter die Schwelle fielen des präferentiellen Zugangs zum EU-Markt und dann auch gezwungen waren zu überlegen, ob sie unterschreiben oder nicht. Also hier wird mit Erpressung gearbeitet, mit Intransparenz und es geht um die heiklen Bereiche, die geöffnet werden sollen, was wir natürlich jetzt auch im Rahmen von TTIP und CETA diskutieren und TISA sowieso. Ja, du hattest ja jetzt auch schon Lateinamerika angesprochen und da haben wir ja tatsächlich zwei Experten heute auch hier sitzen, ganz speziell. Und ich fange mal sozusagen vom Allgemeinen zum ganz Konkreten dann an. Ich fange mal mit Malte an. Malte, du hast dich damit beschäftigt, Freihandelsabkommen und ihre Wirkung auf Lateinamerika. Was sind denn die Folgen der Freihandelsabkommen, die mit lateinamerikanischen Staaten abgeschlossen worden sind? Haben die Wohlstand gebracht oder haben sie letztlich ihre Versprechen nicht gehalten? Grundsätzlich ist es so, dass wir durch die politische Konjunktur in den letzten 15 Jahren erstmal das ganz große Freihandelsprojekt Free Trade Agreement for the Americas, was die Bush-Administration schon lange vorher geplant hatte, dass das 2005 gescheitert ist. Praktisch sofort haben die das angefangen, was auch Heike für die EU schildert, dass die USA und Kanada dann versucht haben, mit einzelnen Ländern bilaterale Verträge abzuschließen. Ich denke, das Gravierendste ist eigentlich NAFTA. Dazu wird Marc Diehl sich sicher noch was sagen, weil wir da jetzt nach 20 Jahren wirklich die komplette zerstörerische Kraft von solchen Wirtschaftsumbrüchen für Mexiko auch mal genauer einschätzen können. Ein Punkt, der es relativ deutlich zu dem illustriert, ist Kolumbien. Kolumbien ist ein Land, was sich seit 50 Jahren im Bürgerkrieg befindet. Das hat damit zu tun, dass das Land unglaublich wichtige große Rohstoffvorkommen hat, Öl, Gold, alles Mögliche. Zugang zum Pazifik, Zugang zum Atlantik. Ein sehr, sehr reiches Land ist. Als es um die ALCA bzw. FTAA damals ging, hat der Präsident von Bolivien, Evo Morales, mal gesagt, na, wir wollen dieses ALCA nicht, weil wir haben das eigentlich schon seit 500 Jahren, seit Kolumbus hier gelandet ist. Das schreibt sozusagen nur das fort. Und dieses Zitat, diese Einstellung, beschreibt die Wirkung auf Kolumbien beispielsweise, glaube ich, sehr, sehr deutlich, dass eine Tendenz von 500 Jahren ungleicher Entwicklung im Rahmen dieser Freihandelsabkommen nochmal verstärkt wird, weil die Ökonomie, die Wirtschaft mit den entsprechenden sozialen Folgen des Landes eben auf Interessen von des globalen Nordens, der multinationalen Unternehmen zugerichtet wird. Da gab es auch in Kolumbien natürlich viel Propaganda von wegen, das ist gut für die volkswirtschaftliche Entwicklung, wenn der Außenhandel mit den USA steigt. Tatsächlich hat er sich, seitdem das Vertragswerk in Kraft getreten ist 2011, vervierfacht, könnte man sagen, großartig. Wenn wir da mal reinzoomen, was wird denn da eigentlich gehandelt und wer handelt da mit wem, ist zum Beispiel eine ganz überraschende Zahl, dass die kolumbianischen Exportprodukte
zu 50% in einem amerikanischen Bundesstaat landen, nämlich in Texas. Fragt man sich, warum Texas? 86% der kolumbianischen Exporte sind Öl, das macht mal 66% aus, was eben in den USA dann raffineriert wird. Und dazu kommen Mineralien, Steinkohle und noch so ein paar andere Sachen. Und das heißt, bestimmte Primärgüter, und das ist das, was Evo Morales damals meint, die Primärgüter, die unverarbeitet wichtig für die Weltwirtschaft sind, werden unter günstigeren Bedingungen, und dafür geht diese Absenkung von Handelshemmnissen, in den Norden exportiert. Und wenn wir mal gucken, was importiert Kolumbien, ein großer Erdölproduzent, eigentlich aus den USA, dann ist es zu ganz großem Teil verarbeitete Erdölprodukte. Die importieren also teures Benzin und Diesel aus den USA. Also das zur grundsätzlichen Struktur. Die anderen Segmente der Wirtschaft in Kolumbien leiden unter dem Prozess aber ganz gravierend. Das betrifft vor allen Dingen den Agrarsektor. Da gibt es zwei Sektoren, wo Kolumbien dieses Weltmarktsegment bedient. Das sind einmal Blumen und einmal Palmöl. Also die Produkte aus den Bereichen werden exportiert. Gestern Abend bei der Einführungsveranstaltung schilderten ja zwei Leute, Jean Ziegler und ein anderer Referent, wie diese Systeme Staaten zerstören. Das kann man an Kolumbien, Stichwort Palmöl, sehr, sehr gut verfolgen. Als ich in Menschenrechtssachen 2000 in Kolumbien war, ging das los, dass so paramilitärische Verbände, die eigentlich für die Aufstandsbekämpfung von den USA, den Geheimdiensten und so weiter subventioniert wurden, dass die angefangen haben, im Nordwesten, in Urabá, riesige Urwaldgelände, dass die da angefangen haben, die Gemeinden zu vertreiben. Und damals wusste keiner, warum machen die das eigentlich? Es gab da keine große Guerillapräsenz, nichts. Die haben hektarweise den Urwald flachgelegt und haben da Palma Africana, also diese Ölpalme angebaut, mit Anbauflächen bis zum Horizont. Es gibt jetzt einen kolumbianischen Palmölverband, da sind 7 große Unternehmen drin, das sind alles ehemalige Paramilitärs. Die haben da sozusagen wirklich Landraub im großen Stil gemacht, um jetzt im Rahmen, und da geht auch viel dann in die Exporte in die EU, die Kanzlerin war auch ganz interessiert, und natürlich in die USA für die Lebensmittelindustrie, wird Palmöl produziert. Und diese Kriegslogik, die ist, wird dadurch nochmal deutlich befördert, glaube ich. Und da ist Kolumbien ein gravierendes Beispiel, aber diese strukturelle Verzerrung, dass also ohnehin vorhandene volkswirtschaftliche Ungleichgewichte nochmal verstärkt werden, das ist, denke ich, das Hauptproblem. Ja, vorhandene volkswirtschaftliche Ungleichgewichte werden verstärkt. Magdil, wie ist denn da eure Erfahrung mit NAFTA? Ihr habt ja jetzt einige Jahre damit eure Erfahrungen gesammelt. Wie waren denn die Auswirkungen von NAFTA? Bueno, en México no es nuevo, incluso los tratados de libre comercio, aunque se inauguran en el 94, tienen una historia previa y en la cual no solo es Estados Unidos quien ha sacado provecho, Alemania también se ha enriquecido mucho de eso, ¿no? No es nuevo tampoco para Alemania los tratados de libre comercio, creo. México tiene 14 tratados de libre comercio con 44 países. Estoy diciendo aquí son tratados que es importante especificar que los tratados tienen una dimensión jurídica superior a la legalidad nacional y no solo son convenios o cualquier otro tipo de acuerdo de intercambio. Los tratados, por lo menos en México, lo que han tenido como base es desmantelar todas las posibilidades de definir por el rumbo nacional el desarrollo del país. Y hay una cuestión que es muy importante, que los tratados de libre comercio no solo tienen que ver con la compra-venta de productos, sino con la desintegración total, por lo menos en el caso de México, del desarrollo y de la vida, ¿no? Los tratados de libre comercio en México operaron primero desmantelando la propiedad social de la tierra, entregando los grandes recursos que tiene el país, el petróleo, la minería, el agua. Y a partir de esto fueron atrayendo a todas las empresas, a las grandes empresas, en especial a las automotoras. México es el séptimo país productor de automóviles, y tiene la principal planta de la Volkswagen de toda América Latina. Pero un automóvil no solo se hace de muchos minerales, se usa de muchos materiales,
Cada auto produce más de entre 300.000 a 1 millón de litros de agua que sacan de nuestro país en forma de automóvil. Se hace con varios cientos de minerales que también sacan de nuestro país. Hoy tenemos el 30% del territorio nacional concesionado a empresas mineras. En los últimos dos años se entregaron las reservas, en los últimos dos años se firmaron los acuerdos para entregar todas las reservas petroleras que tenía México. Y México además se convierte en un exportador de crudo hacia todo el mundo. En el caso, es escandaloso como una empresa BASF, la empresa alemana BASF, por ejemplo, en el 2010 le compraba petróleo crudo a los grupos de narcotraficantes en México para después vender, procesarlos con en unas fibras para chalecos antibalas que le vendía a la Secretaría de la Defensa Nacional en México, ¿no? Tenemos además una todo el sector productivo de México ha sido destrozado. Teníamos 1.300 empresas estatales, con el libre comercio desaparecieron esas 1.300 empresas. Tenemos uno de los salarios más bajos del mundo. En México el promedio de pago por hora son 50 centavos de dólar. Esto quiere decir que hay más de 80 millones de mexicanos que viven con menos de 2 dólares al día. Y tenemos la expulsión más grande de migrantes que hay en el mundo. El 10% de nuestra población está viviendo hoy en Estados Unidos, ayudando a bajar los salarios en Estados Unidos, pero también teniendo uno de los salarios más bajos en todo el mundo en nuestro país. Pero eso no es todo. O sea, después de que destruyeron las bases de reproducción de la vida, el agua, el petróleo, la minería, después de que han dado los salarios más bajos del mundo, además, han destruido el medio ambiente y la salud humana y lucran con eso. No es nada más una consecuencia, sino que impactan y luego buscan cómo generar negocios a partir de eso, ¿no? En los últimos 50 años, es un poquito más de que entraron esos tratados, pero hasta ahora el agua de México disminuyó en un 75%. Tenemos cada año se pierden 500.000 hectáreas de bosque. Tenemos dentro de las 15 ciudades más contaminadas en materia del aire, 9 ciudades son mexicanas. Cada día ocurren en promedio 1.3 derrames de petróleo. Tenemos, y esto, o sea, es porque todas las empresas, porque el libre comercio significa que cualquier empresa puede llegar a nuestro país a contaminar sin ningún problema, porque también han disminuido las leyes que regulaban el medio ambiente para favorecer a todas las empresas. Y esto ha traído enfermedades gravísimas en la gente. Tenemos 10 millones de personas en el país con enfermedades raras, o sea, son enfermedades que no están catalogadas porque tienen que tienen que ver mucho con el envenenamiento por metales, por químicos. Después de las muertes por violencia y accidentes automovilísticos, la tercera causa de muerte en jóvenes son por tumores cancerígenos. Tenemos uno de los estándares, somos de los países con más muertos por diabetes, por obesidad, por hipertensión, también porque se nos impuso una dieta alimenticia contraria a la base alimentaria que teníamos, que fue impuesta ahí por Estados Unidos. Pero además, como desmantelaron los recursos que sostenían la seguridad social en nuestro país, resulta que ahora las grandes farmacéuticas, y aquí hay dos alemanas, la Merck y la Bayer, que han sacado mucho provecho de esto, porque el 40 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Entonces, estas empresas se vuelven, esta población que está enferma por la contaminación, por el asma, por el envenenamiento por el agua, se vuelve un potencial consumidor de drogas, ¿no? De medicinas, y ahí estamos, ¿no? Y eso ahorita lo dejo hasta ahí. Pero hay otra cosa con la que se está lucrando, que es con todo el comercio ilegal y con toda la política de armas, ¿no? Porque toda esta destrucción del país te lleva a una inestabilidad política y social que solo se puede controlar por la vía de las armas, como ya comentaban un poco en el caso de Colombia. Magdil, deine Dings, Bewertung fällt ja sozusagen vernichtend aus und die Folgen, die du schilderst, sind gravierend. Wem hat in Mexiko NAFTA genützt? Gibt es Profiteure? Gibt es
Weil es heißt ja immer, Freihandel bringt Wohlstand etc. Wem hat es denn in Mexiko tatsächlich Wohlstand gebracht? Pues sobre todo las empresas transnacionales a un sector muy pequeño del país que además se ha convertido ya en una clase transnacional. Hay algunos empresarios mexicanos que han destacado y que ahora controlan la telefonía en toda América Latina, que tienen mineras en Perú, en Centroamérica, en Bolivia. Están los empresarios de las cementeras como Cemex, que incluso trabaja y labora aquí en Europa. Pero realmente, si uno compara a México con otros países de América Latina, tiene un nivel de crecimiento de los peores del continente. De 34 países de América Latina, el crecimiento de México está en el lugar número 31, más o menos, ¿no? Y además, es tan evidente que no ha traído resultados a grandes sectores de la población, que el año pasado, justo cuando se cumplían los 20 años de libre comercio, el secretario de Economía dijo, es que aún es demasiado pronto ahorita para decir cuáles son los resultados del libre comercio. Dice, tenemos que esperar otros 20 años para que empecemos a ver los resultados que tiene el libre comercio con nosotros, ¿no? O sea, no hay un beneficio ahí, ¿no? De la población mexicana. Und ihr leistet ja auch, da kommen wir auch ein bisschen sozusagen zu der Frage Protest und Widerstand insgesamt. Ihr leistet ja auch Widerstand. Ihr organisiert euch im Tribunal der Völker, da bist du aktiv. Wie ist der Widerstand gegen NAFTA und gegen Freihandel bei euch? Gibt es da einen breiten zivilgesellschaftlichen Protest? Und wenn ja, wie reagieren da die Herrschenden drauf? Bueno, algo que es importante decir es que la imposición de los tratados de libre comercio se ha dado con un nivel muy grande de violencia. De por lo menos los últimos 5 presidentes que ha tenido México, 3 han sido impuestos por fraudes electorales y uno en medio del alzamiento zapatista. Estamos en un país lleno de resistencias, de más de 500 años de resistencias, que día a día de distintas maneras se organiza para frenar ese tipo de cosas en sus comunidades. Pero no ha sido suficiente también porque a medida de que van creciendo los tratados y que la soberanía del país se va perdiendo, es cada día más difícil poder enfrentarse. Porque además, en materia de seguridad, se entregó la seguridad nacional por completo, ¿no? En el 2002, después de los ataques del 11 de septiembre, México pasó a ser parte de la frontera interna de Estados Unidos en materia de seguridad. Entonces, todo lo que pasa en México responde a la estrategia de seguridad de Estados Unidos. Y entonces lo que tenemos es que no solo hay una resistencia muy grande, pero también hay una invisibilidad de esa resistencia. Y pareciera que cuando hay algún crimen, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, solo es un pequeño problema. Casi siempre dicen porque México tenía una estructura dictatorial de hace muchos años, ¿no? Pero no se habla, por ejemplo, que hoy en México tenemos más de 100.000 asesinatos por el narcotráfico del 2006 para acá, que tenemos más de 25.000 desaparecidos en esas mismas fechas y que tenemos más de 500.000 de desplazados internos. Entonces nosotros, con el Tribunal Permanente de los Pueblos, lo que intentamos hacer fue visibilizar lo que estaba pasando en México, también para tener una cobertura, para poder seguir peleando, porque en gran parte de los muertos, que entran como cifras de muertos por el narco, hay activistas, hay organizadores comunitarios que están todo el tiempo peleando. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos intentando hacer es, ya que terminamos el proceso del tribunal, es socializar el diagnóstico, pero algo muy importante es decir, no basta la resistencia, hoy nos toca a nosotros asumir un problema fundamental. Si para imponer los tratados de libre comercio lo que tuvieron que hacer es hacer una imposición política, nosotros tenemos que contestar con una alternativa política. Y estamos construyendo entonces hoy una alternativa política que se llama la Constituyente Ciudadana Popular, que al margen de los partidos políticos existentes, que al margen de las estructuras políticas, está planteando ir organizando a la gente desde la redacción de un proyecto constitucional, desde la construcción de poderes populares alternos a las estructuras del gobierno, para ir construyendo un alzamiento social que echa abajo el gobierno e instaura una nueva forma de gobierno.
Y esto lo estamos planteando no como un proyecto de aquí a 50, 100 años, porque nuestro país va a desaparecer si nos movemos con esos tiempos. Tenemos que movernos con la urgencia de que el país está siendo completamente devastado y por lo menos queremos tener la primera redacción de este texto constitucional nuevo en 2 años, ¿no? Entonces creemos que en estos momentos estamos en un momento muy importante en el que la lucha por el gobierno, por el poder, como una lucha necesaria para poder revertir los tratados de libre comercio, van a tener un papel central. Ja, du sagtest ja, es reicht nicht, Widerstand zu leisten, und die Aussage führt mich auch nochmal zu Malte. In Lateinamerika gibt es ja nicht nur in Mexiko Widerstand, es gibt ja in vielen lateinamerikanischen Ländern einen massiven Widerstand gegen Freihandel, und kann man sagen, dass zum Beispiel das Projekt ALBA eine Folge dieses Widerstandes ist? Ja, ganz sicher. Also die Konjunktur Anfang der 2000er Jahre war politisch natürlich nochmal viel, viel intensiver. Und es war die Zeit, als beispielsweise Argentinien 2001 in eine massive Wirtschaftskrise kam. Es gab den relativ offen von den USA unterstützten Putschversuch in Venezuela gegen die damalige, ja, linksliberale Regierung. Kurz danach kam der Einmarsch in den Irak von den USA. Das war die Zeit der Weltsozialforen, also es gab wirklich eine globale Konjunktur von einem unglaublichen Widerstand. In diesem Kontext haben in Lateinamerika die ersten Protestbewegungen und sozialen Bewegungen sich in sowas wie Regierungs- oder zumindest Präsidialmacht umgeschlagen. Also es wurden gewählt Hugo Chavez, Lula als Gewerkschaftsführer in Brasilien. Nach dieser unglaublichen Wirtschaftskrise in Argentinien kam ein linker Peronist, Kirchner, an die Macht. Das heißt, diese starken sozialen Auseinandersetzungen um die 2000er Jahre fingen an, sich langsam in so ein gewisses institutionelles Gewicht umzuwandeln. Und das war, glaube ich, letztendlich der entscheidende Punkt, dass dann 2005 dieses Free Trade Agreement for the Americas, was also die US-Regierung in Kanada sehr, sehr stark gepusht haben und ja auch über 10 Jahre verfolgt haben, dass das gescheitert ist. Und wenn sich mal jemand wirklich ein historisches Dokument ansehen will, was bis heute mich immer noch total bewegt, ist das der Cumbre de los Pueblos, also die Gegenveranstaltung zu dem Amerika-Gipfel 2005 in Mar de la Plata. Unglaublich. Da ist das ganze Stadion voll, 25.000, 30.000 Leute aus ganz Lateinamerika. Die ersten linken Regierungschefs, Chavez, zukünftige linke Regierungschef aus Bolivien und Ecuador nehmen an der Veranstaltung teil, und die gehen dahin, bevor sie überhaupt zu dem Gipfel gehen, ne? Also jetzt vergleichbar mit unserem G7-Gipfel. Das wäre sozusagen so, als wenn jetzt irgendein linker Präsident erstmal die Gegenveranstaltungen alle besucht, um sich dann mit seinen Kollegen zu unterhalten. Ein sehr beeindruckendes Dokument, und in Folge dann auf dem Gipfel haben Kirchner und Lula und Chavez sozusagen endgültig klargemacht, dass dieses Free Trade Agreement von ihnen nicht unterzeichnet wird, womit das gescheitert war. Und diese Phase 2000 bis 2005 war für Lateinamerika also eine Konjunktur von Protest und Widerstand, die, glaube ich, auch einmalig war. Und in diesem Kontext ist schon im Jahr vorher von Venezuela mit Kuba ein Handelsvertrag der Völker geschlossen worden. Handelsvertrag der Völker heißt also ausdrücklich nicht Freihandel. Und da sind genau diese ganzen Forderungen der Protestbewegungen auch eingeflossen. Also die Frage ganz zentral beispielsweise bei ALBA, bei seiner Gründung und bis heute, ist die Frage der ungleichen Entwicklung. Das Ziel dieses Handelsvertrags der Völker war von Anfang an, die verschiedenen Stärken, die es in den Regionen gibt, so zu nutzen, dass man ein System von Tausch und Austausch schafft zwischen den Ländern, und ausdrücklich die Länder aber auch protektionistisch gegen den Norden ein bisschen abstützt. Also sich in seinen Stärken unterstützen, Synergieeffekte herstellen zwischen den ehemaligen kolonialen Regierungen und ganz wichtig,
Der Schutz von Arbeitnehmerrechten, Frauenrechten, Umweltrechten sind von Anfang an in der Konstitution von ALBA mit enthalten gewesen. Und das heißt, auch Länder, die später hinzugetreten sind, später kamen noch Nicaragua, Ecuador, Bolivien, verschiedene und noch 7 karibische Staaten hinzu, haben sozusagen an dem Punkt, wo sie ALBA beitreten, mussten sie zustimmen, dass sie mehr Bürgerbeteiligung, mehr gewerkschaftliche Rechte, mehr Frauenrechte und so weiter auch institutionell umsetzen. Das hat beispielsweise, ganz gravierender Punkt der Auseinandersetzung in Honduras 2008, zu einem Putsch geführt. Der gewählte Präsident, linksliberal Manuel Zelaya, wollte ALBA beitreten, hat angekündigt, okay, wir werden eine neue Sozialpolitik mit dem Beitritt zu ALBA machen, wir werden eine stärkere Bürgerbeteiligung, Instrumente der direkten Demokratie einführen. Daraufhin ist er von den alten Eliten gestürzt worden. Also das ist schon ein ernstzunehmendes Gegenprojekt. ALBA hat jetzt in großen volkswirtschaftlichen Kategorien gedacht, keinen wirklichen Impact. Also ich habe mal geguckt, 2013 waren es die letzten Zahlen, da war das ein Handelsvolumen von 30 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt für die 78 Millionen Menschen, die da drin organisiert sind, nicht groß. Aber was sie eben schaffen, ist, dass sie bestimmte Probleme superschnell kompensieren können. Beispielsweise hat der US-Markt irgendwann 2008 entschieden, beziehungsweise die US-Regierung, dass sie keine Bohnen mehr aus Bolivien, schwarze Bohnen mehr aus Bolivien einführen, der genaue Hintergrund ist egal. Jedenfalls im Zuge der diplomatischen Verwicklung kam es dazu Wirtschaftsmaßnahmen, die haben bolivianische Exportprodukte, Bohnen, blockiert. Innerhalb von wenigen Wochen haben die anderen ALBA-Staaten diese Agrarprodukte aus Bolivien abgenommen und verrechnet. Und was jetzt das interessante Modell ist, was ich daran wirklich bestechend finde, ist, dass alle Länder ihre Stärken einbringen. Der Punkt war, also es ist ja sehr stark von Venezuela gepusht worden. Alle wissen, Venezuela ist ein Ölstaat, ein Rentenstaat, die haben vor allen Dingen Öl. Nun ist es so, seit 1973, seit die OPEC-Staaten die Preiserhöhungen und Verstaatlichungen durchgesetzt haben, haben die sich zwar als Vorhut der dritten Welt inszeniert, aber de facto haben diese Preiserhöhungen vor allen Dingen nicht die Verbraucher im Westen und im Norden getroffen, sondern natürlich die Entwicklungsländer, weil denen die erhöhten Energiepreise viel stärker geschadet haben. Der Deal im ALBA war, dass jetzt beispielsweise Dienstleistungen aus Kuba, Lehrer für Alphabetisierung, Mediziner und sonst was, getauscht werden können gegen Öl zu günstigen Sätzen. Also zu dieser Zeit war klar, Rohölpreise steigen. Damit das nicht die anderen lateinamerikanischen Länder trifft, hat Venezuela angefangen, diese Vorzugsbedingungen im Rahmen, zuerst im Rahmen von ALBA und später im Rahmen von Petrocaribe und anderen Handelsverträgen zu machen. Das heißt, die haben damit auch, und das ist, glaube ich, das Wichtigste bei ALBA, das ist gar nicht das Binnenhandelsvolumen, sondern das Wichtigste ist, dass sie eine Tendenz in Lateinamerika umgedreht haben. Denn wenn ich jetzt auf die letzten, also seit dem Abschluss von NAFTA auf Lateinamerika gucke, denke ich, letztendlich können wir all diese Entwicklungen, die wir da sehen, auch erklären als eine Logik, also als einen Kampf zwischen wirtschaftlicher Integration der lateinamerikanischen Länder und Desintegration im Rahmen von so Zugriffen von Freihandelsabkommen. Und das hat, glaube ich, ALBA umgedreht mit vielen, vielen Projekten, die nachher kamen, bis hin jetzt, dass Lateinamerika, also ganz Südamerika, sich mit UNASUR zu einem neuen politischen Bündnis zusammengeschlossen hat. Und dass da so eine gewisse Südhegemonie entstanden ist, die sowohl wirtschaftlich als auch politisch total wichtig ist. Mhm. Genau, also natürlich, dieses Entstehen der Südhegemonie ist sicherlich auch ein zentraler Punkt der Möglichkeit, eine andere Politik zu schaffen. Vielleicht auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen, warum sind solche Alternativen überhaupt nötig? Warum gibt es diese Diskussion und auch die Diskussion um Alternativen und welche Rolle spielt da auch vielleicht die WTO und was ist sozusagen auch nochmal die generellere Kritik an NAFTA? Da würde ich nochmal Ulrike gerne fragen.
Ja, ich würde gerne noch mal was sagen zu dem Thema, was ist eigentlich grundsätzlich das Problem? Also Mark Diehl hat das ja sehr schön beschrieben, was NAFTA für Mexiko bedeutet hat. Aber warum kommt es eigentlich zu solchen Prozessen? Das Harte ist, das sind reine ökonomische, also das sind zwingende Prozesse. Die laufen garantiert ab, wenn man sowas macht wie NAFTA. Das ist keine politische Verschwörung, sondern das ist sozusagen kapitalistische Logik. Und das Problem der armen Länder ist, dass sie nicht so produktiv sind wie der Norden. Anders gesagt, man hat mal versucht auszurechnen, wie groß ist eigentlich der Abstand, der technische Abstand zwischen, sagen wir mal so, armen Ländern wie Eritrea und Tansania und so einem reichen Land wie den USA und Deutschland. Und der Produktivitätsunterschied ist 1 zu 60. Das heißt, anders übersetzt, jeder einzelne Arbeitnehmer in Deutschland kann 60 Mal so viel herstellen pro Arbeitsstunde wie jemand in Eritrea. Der Unterschied zwischen Mexiko und den USA ist ungefähr 1 zu 6. Das klingt vielleicht noch harmlos, 1 zu 6. Das ist nicht aufzuholen. Das ist der Todesstoß. Wenn man mit einem technisch hinterherhinkt zu 1 zu 6 und dann macht man ein Freihandelsabkommen, dann ist ganz klar, dass die gesamte Wirtschaft, die man hat, erdrückt wird. Und das hat er ja auch beschrieben, dass die mittelständischen Unternehmen alle komplett verschwunden sind. So, jetzt ist die Frage, das muss man sich ja, also Alba wurde ja schon beschrieben, aber wenn man das jetzt rein ökonomisch sieht, was ist dann die Alternative für arme Staaten? Die Alternative ist der Weg, den China gegangen ist. Also kompletter Protektionismus. Die Zölle hoch, die Wiesenbewirtschaftung, kein einziges westliches Unternehmen kann investieren, ohne dass die Partei oder die Regierung zustimmt. Eine komplette Kontrolle und dann wird staatlicherseits selber investiert und alles hochgezogen an Industrie, was man braucht. Also China macht es genau richtig. Und übrigens ist das ein Modell, das auch die Deutschen im 19. Jahrhundert gefahren haben. Es wird ja immer so geguckt, das ist ja komisch, eine kommunistische Partei organisiert den Kapitalismus. Das ist ganz normal, nur dass es im 19. Jahrhundert war es in Deutschland eine Monarchie, die den Kapitalismus organisiert hat. Aber der Staat muss eingreifen, egal wie er organisiert ist, wenn man aufholen will. So, das ist ein kleiner... So, aber das Problem an China ist, oder das chinesische Modell funktioniert nur deswegen, weil da 1,3 Milliarden Menschen leben und man einen Riesenmarkt selber hat. Für kleine Länder wie jetzt beispielsweise Mali mit 15 Millionen oder auch Kolumbien mit 48 Millionen funktioniert das nicht. Weil Technik bedeutet ja immer Massenproduktion und Kolumbien oder Mali oder selbst Argentinien sind nicht groß genug, um einfach zu sagen, okay, wir machen hier Zollschranken, wir machen hier unsere eigene Wirtschaft auf. Das klappt nicht. So, das heißt... Für die kleinen Länder, und da gehört auch Mexiko dazu, obwohl es ja eigentlich ein sehr großes Land ist, aber eben auch nicht groß genug, gäbe es in einer gerechten Welt, das wäre sozusagen die Alternative, nur eine Chance. Sie selber müssten die Möglichkeit haben, alle Zölle zu verlangen, die sie wollen, also sowohl Exportzölle, das hat ja auch Heike Hensel nochmal beschrieben, welche Rolle die haben, als auch Importzölle, so wie sie das wollen. Und die Industrieländer müssten sagen, okay, wir nehmen alles aus der dritten Welt. Für uns, wir erheben überhaupt gar keine Zölle. Wir machen kompletten Freihandel. Wir machen Freihandel mit den Industrieländern, was ja für uns sowieso richtig ist. Und wir machen auch Freihandel mit den Entwicklungsländern als Entwicklungshilfe. Sie wissen aber, dass es genau andersrum läuft. Und zwar nicht nur in den schon diskutierten Abkommen, sondern auch in der WTO. Alle Abkommen laufen immer nach dem gleichen Muster. Das geht so. Wir haben hier Symmetrie. Wir handeln ja zusammen. Das heißt, wir, die Industrieländer, sind bereit, unsere Zölle zu senken. Das ist etwas, was die Entwicklungsländer unbedingt brauchen, dass die Industrieländer ihre Zölle senken. Aber dafür müsst ihr das auch machen. Wir handeln ja. Und in dem Moment, wo man Symmetrie einfordert, was ja erstmal logisch scheint, ne? Das wirkt so plausibel. Ist alles ganz gerecht, wenn es symmetrisch ist. In dem Moment, wo die Symmetrie in diesen Verträgen verankert ist, setzt das Chaos ein, das Mark Diehl für Mexiko so schön beschrieben hat. Genau. Und Mark Diehl hat sich auch gemeldet. Willst du erst mal, oder mach kurz? Algo breve, nada más. Creo es importante. Por lo menos en el caso de México,
Yo insistiría en decir que no somos un país pobre, no somos un país en vías de desarrollo, nosotros somos un país con mucha riqueza. El problema es que nos han robado y nos roban permanentemente nuestras riquezas. México, cuando llegó a tener un Estado social, se decía que era un régimen autoritario. De eso no se dice de Alemania, ¿no? Cuando Alemania tiene un Estado social, se dice que está cumpliendo con los paradigmas de la democracia o alguna otra cosa. México tenía todavía hasta hace 2 años una empresa petrolera sumamente rentable, una de las más grandes y más fuertes del mundo, antes de tener que pagar impuestos. Pero las políticas que le han impuesto desde los organismos financieros que controlan en especial el G7, han llevado a que nuestra empresa petrolera nacional Pemex esté en punto de quiebra porque tiene que pagar más de lo que gana en impuestos para sostener el Estado, ¿no? O sea, no somos un país pobre, eso, yo creo que eso es muy importante. Yo me atrevería a decir mucho, Colombia tampoco es un país pobre. En el caso de Haití, ¿cómo estaba Haití antes de que hicieran la intervención militar? Podía estar mejor a como está ahora, ¿no? Con unos niveles de pobreza mayores que los de México, pero o sea, aquí hay un problema fundamental de libre comercio que es el intervencionismo político, ¿no? Que luego no se dice mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es otro de los temas que tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Y porque yo insistía, algo que no mencioné, por ejemplo, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio, para nosotros tiene esa figura de ser un tratado que está por encima de la legalidad mexicana, pero para Estados Unidos es un agreement, que es un acuerdo que está por debajo de su legalidad. Entonces, sí, ahí hay una injusticia, pero no es una injusticia porque les tomaron el pelo a la clase política mexicana, sino porque la clase política mexicana estuvo de acuerdo con eso y quienes validaron esto y quienes lo siguen validando son todos los organismos internacionales que controla el G7. Ja, Heike, wenn du sozusagen auch zurückblickst auf die Debatten, die wir in Deutschland ja geführt haben über Freihandelsverträge und die Möglichkeiten, auch hier bei uns die Bevölkerung für die Probleme zu sensibilisieren, müssen wir auch sozusagen wahrscheinlich ehrlich zu uns sein, dass wir gerade bei den Freihandelsverträgen mit den Ländern des Südens jetzt nicht geschafft haben, die breite Masse der Bevölkerung in Deutschland zum Protest oder dergleichen zu animieren. Das ist ja jetzt bei TTIP, zumindest die Zahlen nach anders, eine große Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland lehnt TTIP ab. Ich habe, glaube ich, heute eine Umfrage gelesen, dass nur 18% oder so in Deutschland TTIP befürworten. Das heißt, die Leute beschäftigen sich ja anscheinend. Weil, jetzt muss man auch fair sein, die Hälfte sagt auch, ich mache mir noch eine Meinung dazu. Also, aber es ist immerhin so, die Hälfte hat eine Meinung schon mal dazu. Das ist auch schon mal was wert. Die kennen das, genau. Und das ist ja schon mal ein Fortschritt. Also würdest du sagen, dass die TTIP-Debatte uns Entwicklungspolitikern auch dabei hilft, hier in Deutschland auf die Probleme hinzuweisen? Und wo siehst du auch Bündnispartner in Deutschland im Kampf gegen die Folgen von Freihandelsvereinbarungen? Ja, also das hatte ich ja zu Beginn gesagt. Das gilt übrigens für die Parteien genauso. Also auch innerhalb der Parteien, auch bei der Linken, ist natürlich das Thema Freihandel, was den Süden angeht, nicht so prominent angesiedelt gewesen in den letzten Jahren, das kritisch zu diskutieren, wie zum Beispiel TTIP, das dann wirklich, wo wir auch eigene Kampagnen entwickelt haben. Wir haben das als Entwicklungspolitikerinnen haben wir das natürlich auch gemacht. Wir haben uns ja auch an zahlreichen Kampagnen beteiligt, Stopp EPA, und da wirklich viel auch versucht, auf die Straße zu tragen, aber es ist eben nach wie vor, muss ich sagen, schwierig, weil wem sagt EPA etwas im Verhältnis zu TTIP oder CETA? Ja, also da liegen Welten dazwischen oder auch NAFTA, da sind wir immer noch weit davon entfernt. Natürlich können wir die Diskussion nützen, wir versuchen das auch in Veranstaltungen, fange ich zum Beispiel eigentlich immer erst mit NAFTA an. Ja, also dass ich über die und das Tribunal und das auch einen sehr guten Bericht zusammengestellt hat, den ich nur empfehlen kann. Wir haben den auch auf Deutsch übersetzen lassen, über 100 Seiten. Da hat der Übersetzungsdienst des Bundestags mal einen guten Dienst erwiesen.
Und also dieser Tribunalsbericht liegt vor und er ist sehr wertvoll und da gibt es im Detail auch sehr gute Informationen, wo man viel lernen kann, wie sich zum Beispiel Just-in-Time-Produktion auf Mexiko ausgewirkt hat, zum Beispiel den Verkehr auch, die großen Laster, die quer durch Mexiko immer rasen mit enorm vielen Unfällen und so. Also sehr interessant zu sehen, wie ein Land verändert wird durch, durch diesen Freihandel und das Anziehen auch von Unternehmen, übrigens viele aus Baden-Württemberg, auch aus dem Autonomen und Luftfahrtbereich. Und wir versuchen das wirklich eng zu verknüpfen. Aber es ist natürlich nach wie vor schwierig, weil die Auswirkungen zumindest nicht so direkt auch für die Bevölkerung hier zu spüren sind oder sie es sich auch nicht bewusst machen, dass wir insgesamt natürlich auch, das hat ja die Ulrike Herrmann auch gesagt, die Frage der Wettbewerbsfähigkeit ist eigentlich im Mittelpunkt. Und das ist ja auch die Politik jetzt der Bundesregierungen, allen voran Angela Merkel, die ja immer von Wettbewerbsfähigkeit spricht und die sie ja auch gegenüber den südlichen Ländern in Europa ihnen das noch massiv oktroyieren will. Oder Europa hat sich ja auch so organisiert, auch wir erleben das ja mit brutaler Härte ja eigentlich auch hier in unserem organisierten Binnenmarkt, so wie er aufgebaut wurde. Und die Wettbewerbsfähigkeit, das Anheizen, findet natürlich über die Freihandelsabkommen auch statt, weil die meisten sind ja auch reziprok angelegt. Das heißt, es gibt eine Gegenseitigkeit. Das ist genau diese sogenannte Symmetrie, also das ist ja ganz gleicher Wettbewerb, wenn dann irgendwie bei einem 100-Meter-Lauf oder 100-Meter-Rennen ein Fahrrad mit einem Porsche oder so antritt und man sagt, ja, aber ihr habt beide dieselben 100 Meter. Ja, ich meine, das ist natürlich wirklich skurril und es gibt ja auch Studien, die das belegen, dass die Länder des Südens, die UNCTAD hat eine Studie herausgebracht, dass 40 Staaten, die untersucht wurden, Länder des Südens, die Hälfte davon mit Deindustrialisierungen, was du ja auch gesagt hast, einherging, also wirklich Zerstörung auch von Ansätzen eigener Wertschöpfung. Und deswegen muss ich auch sagen, kann ich es nicht mehr hören, wenn Entwicklungsminister Müller jetzt ständig kommt, wir müssen jetzt die eigenen Wertschöpfungsketten aufbauen in den Ländern des Südens, in Afrika, wo er überall hinfährt und die Wertschöpfungsketten aufbauen will, gleichzeitig aber EPA unterstützt alle Freihandelsabkommen, eine Studie hat machen lassen zu TTIP, die zu dem Ergebnis kommt, dass TTIP also das beste Geschenk für die Länder des Südens ist und im Grunde sogar ein Idealmodell ist für die zukünftige Handelsbeziehungen und eigentlich neues Handelsrecht setzen kann und das sozusagen weltweite Entwicklung forciert, weil hier jetzt die größte, sagen wir mal, die größten Ökonomien der Erde miteinander die stärksten kooperieren und dadurch also nur Gutes für die Menschheit bringen werden. Und das ist aber mit den Ländern des Südens immer noch schwieriger in der Öffentlichkeit zu diskutieren, aber natürlich ist TTIP, um es nochmal zu sagen, die Diskussion, die wir wirklich mittlerweile in jedem, sagen wir mal, ich bin viel in Baden-Württemberg unterwegs, in jedem schwäbischen Dorf wir diskutieren und die Leute doch sehr, sehr skeptisch sind und dadurch glaube ich auch überhaupt der öffentliche Druck entstanden ist von Gabriel und den anderen, dass sie sich mehr positionieren müssen und jetzt so komische Angebote machen mit wir versuchen eventuell bei dem Investitionsschutz, bei den Schiedsgerichten irgendwie so ein anderes Modell zu entwickeln, was natürlich viel eine große Mogelpackung ist, aber sie kommen unter Druck, das merkt man. Und wir versuchen es auch zu nützen, um generell über den Freihandel zu diskutieren, so wie er konzipiert ist. Und das hat Ulrike Herrmann nur noch kurz auch, finde ich, sehr gut beschrieben. Es wird immer von, das ist ja ein negatives Wort, Protektionismus. Ja? Es wird ja negativ ausgelegt, genauso wie Freihandel grundsätzlich positiv belegt ist. Und diese Differenzierungen, die fehlen. Selbst also bei Kundgebungen höre ich auch ständig zum Beispiel von meinen Kollegen, Kolleginnen, wenn sie dann sprechen, auch von den Grünen, die dann sagen, ja, also Freihandel im Prinzip ist ganz gut. Natürlich bei den Industriestaaten, gleich entwickelten Staaten, ist es gut, Handel zu fördern, aber auch da kommt für mich übrigens noch die ökologische Dimension natürlich auch.
Genau, nochmal ein anderes Thema. Was ist es wirklich für die Zukunft auch wichtig zu handeln und wo muss man sagen, es ist ein Wahnsinn, den Handel anzuheizen, auch bei Ökonomien, wo wir sagen, wir gehen auf die Regionalität. Ja, und da gibt es ja in Lateinamerika gute Beispiele und da gibt es auch die Möglichkeit, in den Regionen den Handel auszubauen. Und das ist übrigens auch der EU ein großer Dorn im Auge. Ich meine, Alba hat nicht dieses Riesenvolumen, aber allein der Ansatz, einen alternativen Handel, der den Begriff der Komplementarität, des sich gegenseitig Ersetzens, also die Stärken zusammenzubringen, das ist ein anderes Modell und das ist eine große Herausforderung. Und deshalb werden auch die Regionen versucht zu spalten. Man hat die Andenregion zerschlagen, man spielt die Länder gegeneinander aus, man baut jetzt eine pazifische Allianz aus und kooperiert mit Chile, Peru, Kolumbien. Man baut ganz stark mit Mexiko den Handel aus. Das Globalabkommen wird überarbeitet von Seiten der EU, um natürlich auch eine, sagen wir mal, geopolitische Flanke zu haben, dass diese alternativen Ansätze auch von linken oder Mitte-Links-Regierungen mit all ihren Stärken und Schwächen, sage ich gleich dazu, aber immerhin mit ihren alternativen Ideen, die da eingebracht werden und Ansätzen, auch massiv unter Druck gesetzt werden sollen. Und das haben wir bis zu Putsch erlebt. Honduras war sehr interessiert an Alba und jetzt ist Honduras ein Land, das in Gewalt versinkt. Wir hatten ja auf der Mobilisierungstour auch Berta dabei aus Honduras, die ja sehr viel übrigens auch sehr gut berichtet hat, wie im Bereich der Green Economy, der sogenannten Green Economy in Honduras wirklich zerstörerische Projekte organisiert werden. Und das wäre vielleicht bei den Alternativen nur noch ein Punkt. Auch da müssen wir, finde ich, neu denken. Die Frage der regenerativen Energien, dieser Green Economy, das ist nur ein neuer Profitvorteil und ein neuer Exportschlager, zu sagen, ja, wir haben die Technologien und da wollen wir jetzt weltweit führend werden, aber im Grunde müssen wir diese Profitlogik durchbrechen, indem wir zum Beispiel sagen könnten, das Wissen, das Know-how, und die Technologien im Bereich der regenerativen Energien müssen wir als Allgemeingüter ausschreiben. Das braucht einen kostenlosen Zugang, einen Zugang bei den Vereinten Nationen zum Beispiel, genauso wie es ja einen Zugang zu Medikamenten, Patentrechten geben muss, um eben eine globale Klimaschutzpolitik zu betreiben und nicht nur wieder als Wettbewerbsvorteil zu sehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, anders zu denken, aber das heißt natürlich, was die Ulrike Herrmann gesagt hat, aus der kapitalistischen Logik ausbrechen. Ja, schon George Orwell hat über den Kampf der Begriffe in seinem Buch 1984 geschrieben und wie Regierungen versuchen, Worte in eine bestimmte Richtung sozusagen auszulegen. Das ist ein großer Wiedererkennungswert, wenn man bei der Debatte sozusagen auch aufmacht. Vielleicht noch eine Anekdote, du hast das Gutachten ja erwähnt von Felbermayr zu TTIP-Auswirkungen auf die Länder des Südens. Eine Anekdote, die ich immer noch bemerkenswert finde. Der Felbermayr, der das geschrieben hat, dieses Gefälligkeitsgutachten für das Entwicklungsministerium, der schreibt, weil wir ja Wachstum dann in den Ländern des Nordens haben, was, Klammer auf, ja sehr marginal ist, wie wir alle wissen, wenn überhaupt, dann wird es mehr Touristen geben, die in die Länder des Südens reisen und dadurch mehr Geld dahin bringen und dadurch würden die Länder des Südens ja auch profitieren von TTIP. Das ist wirklich eine ernsthafte Argumentation eines Menschen, der einen Professortitel vorne dran stehen hat. Wir wollen uns öffnen für eure Fragen, eure Statements. Das heißt, ihr könnt euch gerne melden. Wir haben auch ein Saalmikrofon. Das wäre, glaube ich, nicht schlecht, das zu nutzen, damit auch wirklich alle euch gut hören können. Und jetzt muss es einen Eisbrecher oder eine Eisbrecherin geben. Sonst sag ich noch. Nee, es gibt schon zwei. Es gibt schon zwei. Bitte hier vorne. Das ist, glaube ich, für die Dolmetscher auch besser. Würden Sie so weit gehen und sagen, also USA und EU brauchen eigentlich das TTIP ja nicht, sondern TTIP ist die letzte Chance, einen Weltstandard zu setzen von diesen zwei Machtzentren. Vor allem auch gegen China natürlich. Wir sammeln ein wenig. Da hinten die Dame, sie waren sehr früh, vielleicht zuerst.
Da wurde hier ich bin ja beeindruckt von dem großen Fachwissen, das einem hier begegnet, weil als normaler Zeitungsleser hat man gar nicht den Zugang zu diesen Daten, die da alle schon jetzt genannt worden sind. Und deswegen habe ich eigentlich eine Bitte, ob da nicht auch noch mehr dazu gesagt werden kann, weil genannt worden ist von Ihnen, Heike, dass die Auswirkungen der Freihandelsabkommen in den kapitalistischen Metropolen in Europa nicht so stark zu merken sind. Aber damit haben Sie ja auch schon ausgedrückt, das hat auch was mit uns hier zu tun. Und die Gegnerschaft gegen diese kapitalistische Profitlogik, wenn man selber sich bewusst macht, wie sie einem hier zu schaffen macht, dann da bräuchte man noch mehr Argumente, die gehen mir noch ein bisschen ab, weil die Armut in den anderen Ländern, die kennen wir, auch wenn wir wenig Informationen haben. Und weil wir, das unterstelle ich jetzt auch bei der ganzen Aktion, dass das Bewusstsein herrscht bei den Leuten, die hier versammelt sind, dass wir hier, wo wir auch von Arbeitslosigkeit bedroht sind, wo Wachstum in Europa für uns nicht heißt, wir haben sicheres Auskommen, wir haben sicheren Zugang zu Gesundheitsversorgung, heißt es für uns auch nicht. Also die Gegnerschaft gegen diese Logik, die muss doch auch hier argumentativ vermittelbar sein. Antrag. Der nächste. Einfach anstellen an dem Saalmikro und dann sammeln wir erstmal ein paar Fragen, würde ich sagen. Ja, also ich bin sehr beeindruckt von dieser Veranstaltung. Ich finde das sehr wichtige, sehr gute Informationen und Überlegungen hier ermöglicht werden. Ich bin von der TAG und von Chile auch ursprünglich. Und was in unseren Kampagnen gegen TTIP, was mich beeindruckt, aber ist, dass wir sehr schnell und sehr energisch gegen TTIP argumentieren und sind, ganz allgemein, aber nicht gegen das Prinzip des Freihandels an sich. Also zum Beispiel gegenüber der Entwicklung in Europa sind wir total unkritisch, obwohl wir jetzt die Folgen sehen im Südeuropa. Ich meine, haben wir entdeckt plötzlich, dass in Europa auch ein Zentrum und eine Peripherie gibt, und dass die Peripherie unter diesem Binnenmarkt und noch mehr natürlich unter der Währungsunion leidet und zugrunde geht, mehr oder weniger. Auf jeden Fall sehr stark lädiert wird. Und da fängt vielleicht gerade jetzt eine gewisse Kritik zu entstehen. Nun, das ist eine sehr schwierige Geschichte. Wenn jemand in Europa gegen den Binnenmarkt argumentiert oder sowas hat, geht auf verlorenen Posten. Erst recht eine politische Partei. Aber vielleicht sollte man dann, es ist auch objektiv begründet, dass die heutige Industrie größere Märkte braucht, aber man könnte vielleicht ein relativ alter, also ein Begriff von den 90er Jahre benutzen, von Horst Affeld. Er sprach von einer Welt von Großregionen, hat auch eingesehen, dass der Nationalstaat zu klein ist für die heutige Industrie. Aber er hat andererseits gesehen, dass der Freihandel als Prinzip für die Welt alles kaputt macht. Also dass die Arbeitskraft vor allem zugrunde geht darunter. Und deswegen hat er den Begriff der Großregionen eingeführt. Eine Welt, wo zum Beispiel Europa eine Großregion ist, Nordamerika auch eine andere, oder ja, also man müsste sich überlegen, welche. Aber jedenfalls, die sind dann Regionen, wo das alte Prinzip herrscht, der Binnenmarkt ist das Wichtigste. Der Binnenmarkt ist das Wichtigste, nicht der Fernhandel. Und das ist etwas, was wir wirklich sehr gut überlegen können, weil die ganze Frage der Entwicklung, von der Entwicklung zehren wir alle, von Deutschland als eine entwickelte Nation,
diese Entwicklung ist eigentlich eine regionale Angelegenheit. Es muss die Wirtschaft gut vernetzt sein in einer Binnenstruktur. Und der Fernhandel zerstört das. Der Fernhandel schafft eine Weltwirtschaft, die total zerklüftet ist, wo die einzelnen Unternehmen das Zentrum ist und nicht der Wohlstand einer Nation. Und deswegen, ja gut, die Idee der Großregionen, glaube ich, müsste man in die Politik langsam einführen. Okay. Bitteschön. Erstmal Dankeschön für die super Veranstaltung, war sehr interessant. Mein Beitrag geht jetzt speziell an die Frau Ulrike Herrmann. Ich würde gerne, dass sie noch mal ein bisschen näher darauf eingeht, auf das Beispiel China, das Sie erwähnt haben. Vor allem, weil es hat sich sehr danach angehört, also es ging ja um Protektionismus bzw. um eine Schließung des Marktes und möchte da ein kleines Gegenbeispiel reinlegen. Zum Beispiel Korea, Nord-Südkorea, beides jetzt eher kleinere Länder in ihrem Kontext, wahrscheinlich auch kleiner als Mexiko von der Bevölkerungszahl. Und ich möchte da reden über gezielte Marktöffnung, so wie es Südkorea gemacht hat. Also die haben jetzt nicht einfach auch komplette Marktliberalisierung gemacht, sondern wirklich gezielt auch ihre Industrien gefördert, aber schon zum gewissen Teil auch sich den Märkten geöffnet. Ansonsten hätten wir hier keinen Samsung und die sämtlichen koreanischen Produkte. Und das Gegenbeispiel Korea, das sich komplett geschlossen hat oder fast komplett und natürlich dann entwicklungstechnisch sehr unterschiedlich dann Auswirkungen hat. Ich möchte einfach nochmal, dass Sie das genau erklären, auch im Beispiel China, was ja auch Öffnungstendenzen hatte, aber trotzdem sehr bedacht darauf ist, eigene Industrien zu schützen. Und danke nochmal. Ja, bitte. Ich habe eigentlich, was ich mal vorschlagen wäre, ist das ist eher eine Veranstaltung von die Linke, von der Fraktion, dass ob es möglich wäre, dass es einen Fraktionsbeschluss gibt, dass Freihandel als solches abgelehnt wird. Nicht nur TTIP und CETA, die alle kennen und alle gut finden, sondern Freihandel als solches vielleicht mit dem in Kauf nehmen, dass ein paar Stimmen verloren gehen oder ein Prügel von der oberen Ebene der Partei kommt. Aber das, ich glaube, wäre ein gutes Zeichen zu zeigen, dass also Freihandel ist das Problem und nicht gerade TTIP. Danke. Ja, bitteschön. Hallo. Grüß Gott zusammen. Vielen Dank, dass Sie heute diese Plattform hier bieten. Ich bin leider nicht ganz von Anfang an da gewesen. Daher meine Frage. Wissen Sie, wie die amerikanischen Bundesstaaten zu TTIP stehen? Ist es richtig, dass jeder Bundesstaat separat zustimmen muss? Und wie sieht die amerikanische Bevölkerung bzw. auch die europäische Bevölkerung, nicht nur hier bei uns in Deutschland, wie steht die eigentlich zur TTIP? Danke. Ja, gibt es noch irgendwen, der was fragen will? Okay, dann lasse ich das noch zu, weil das Problem ist, dass wir so ein bisschen mit der Zeit langsam in Bedrängnis kommen und ich will sozusagen jetzt, wer noch Fragen wirklich hat, soll es jetzt machen, weil wir machen dann sozusagen Beantwortung der Fragen und Schlussrunde in einer Runde. Bitteschön. Dieter Klusmann, ich wollte im Grunde genommen nur ansprechen, dass ich bei dem Freihandel mich mittlerweile auffrage, haben wir denn eine Chance, einen anderen Weg zu nehmen als den neoliberalen Weg? Und solange wir den nicht ernsthaft erkennen können, sehe ich auch das Gleiche, was eben auch mein Vorredner gesagt hat, dann kann man im Prinzip, finde ich, nicht sich hinstellen und sagen, Freihandel heute unter den aktuellen Bedingungen macht Sinn, sondern wir haben doch gesehen, Freihandel unter den jetzigen aktuellen Bedingungen ist einfach eine Katastrophe. Und deshalb, finde ich, sollten wir das auch so offen bekennen und nicht sagen, naja, eigentlich wäre ja Freihandel ganz schön, aber warum kann man nicht sagen, unter den jetzigen Bedingungen ist Freihandel für fast alle kein Gewinn, außer eben den großen Konzernen. Und das ist mein zweiter Punkt. Ich bin manchmal irritiert, wenn ich daran denke, dass ja diese großen Konzerne internationale Konzerne sind. Wenn man weiß, die DAX-Unternehmen gehören zu überwiegenden Teilen amerikanischen Pensions- und sonstigen Fonds, dann frage ich mich, wer verhandelt eigentlich gegeneinander? Oder sind dann nicht auf beiden Seiten im Prinzip identische Interessen? Sind dann nicht im Grunde genommen sogar fast vergleichbare oder hinter den Kulissen identische Schrippenzieher? Und da ist für mich ja nochmal die Frage, wo ist denn überhaupt noch denn der Einfluss sowohl der Regierung als auch insbesondere der Zivilgesellschaft, wenn im Grunde genommen, ja, wenn man das mal zusammenfasst, wenige große Konzerne international sich gegenseitig da so ein paar Bälle hin und her spielen. Also wo ist da noch sowas wie tatsächlich Gegensätzlichkeit? Okay, dann starten wir in die Beantwortung und Schlussrunde.
Magdil, ich würde mit dir anfangen. Bien. Miren, nada más en cuanto a lo que ocurre en Estados Unidos desde la ciudadanía, creo que hay algo similar a lo que pasa con los grupos aquí en Europa. Una gran parte de los debates desde las organizaciones civiles es ¿por qué no nos conviene firmar un tratado con Europa? Y dicen, es que Europa nos va a vender los productos que no cumplen con las reglamentaciones nuestras, ¿no? Así como también aquí en Europa se dice lo mismo. Ahí hay una pelea un poco en ese sentido. Yo desde donde vivo la firma, la posible firma de estos acuerdos, que es el TTIP, pero también es el Tratado del Pacífico, el TPP, pero que no es el mismo que el tribunal porque tiene las mismas siglas, es que para nosotros lo que están haciendo es contener el desarrollo del ALBA en América Latina. Los países fundamentales para que pueda funcionar esos dos tratados es México, es Chile, es Colombia, y están controlando sobre todo el tráfico de mercancías hacia el Pacífico. Si ustedes ven un mapa de América Latina, el único país que es parte del ALBA, que tiene una conexión hacia el Pacífico, es Ecuador, pero está rodeado por Perú y no tiene un tráfico de mercancías ahí fuerte, ¿no? Bolivia no tiene mar porque lo perdió en una guerra hace más de 100 años y está con la demanda en el Tribunal de La Haya hoy para tener una ruta marítima que le ha quitado Chile. Entonces, hoy nuestros países estamos siendo víctimas o estamos siendo usados por las políticas de la Unión Europea y de Estados Unidos para que puedan competir con China y que puedan competir con Rusia. Yo no estoy muy seguro si el TTIP o el TPP o el TTIP vayan a progresar. Es posible que se caigan y no por pugnas internas, porque la Unión Europea vea un gran riesgo el negociar con Estados Unidos algunas cosas. El crecimiento económico a nivel mundial tiene muchos problemas. También puede que alguna crisis sea un determinante para que los acuerdos de libre comercio no se den. Pero yo creo que aquí lo fundamental es que tenemos que frenar el TTIP, tenemos que frenar los dos tratados desde la resistencia de la gente, ¿no? O sea, no confiar, no apostar a que las contradicciones entre ellos van a echar abajo esto, sino que debe de ser nuestra resistencia en cada uno de los lugares que tenemos, porque ahorita, además, para terminar, creo que estamos en un momento, en un impas, ¿no?, en el que las fuerzas no saben si pueden avanzar más o no pueden avanzar más. Y en el caso de América Latina, eso es muy evidente, ¿no? ¿Qué le queda a Venezuela? ¿Qué le queda a Bolivia? ¿Qué le queda a Ecuador? O ceden ante los tratados y destruyen por completo los proyectos que han construido o se radicalizan más. Nosotros creemos desde México que nuestra misión internacionalista es por eso cambiar el gobierno, porque si nosotros logramos cambiar el gobierno, creemos que la historia para América Latina también sería una historia muy distinta. Y entonces esa también no es solo una, digamos, no solo nos preocupa acabar con el libre comercio en México por nosotros, sino porque también creo que estaremos haciendo una gran tarea internacionalista con esto. Danke, Magdil. Und jetzt, wo sozusagen Magdil auch zu Ende sozusagen sein Schlusswort hatte, sage ich schon mal Bescheid, ihr müsst unbedingt die Kopfhörer am Ende zurückgeben. Ja, also unbedingt dran denken, das ist enorm wichtig. Jetzt ist Malte dran. Gut, ja, ich würde vielleicht mal auf diese zwei Stichworte, A, Regionalisierung des Handels eingehen und B, wie sind eigentlich die unterschiedlichen Interessen auch in den nördlichen Ländern? Ich beschäftige mich gerade intensiv mit dem Energiekapitel, dem geplanten Energiekapitel bei TTIP. Und da sieht man relativ deutlich, wie irrational die Planung in so einen Wirtschaften sein kann. Das Projekt, einen Energieaustausch zwischen Nordamerika, also das ist dann immer Kanada, USA und Europa, ist jetzt schon in Nordamerika seit 2-3 Jahren in der Diskussion, weil das Land durch Fracking enorme Energieüberschüsse produziert. Das heißt, es ist seit 3-4 Jahren klar, wir können Energie exportieren. Wo sind die größten Energiemärkte der Welt? Der größte Energieimporteur der Welt ist Europa, sind die 28 EU-Staaten.
Wenn wir uns deren Importe angucken, dann beziehen die die relevante Energie, das sind pro Jahr 400 Milliarden US-Dollar ungefähr, aus Russland hauptsächlich, besonders osteuropäischen Staaten und sowas, Gas über Pipelines. Die Planung in Nordamerika ist, und da sind schon die Projekte für genehmigt, dass die Gasüberschüsse vom nordamerikanischen Kontinent zu verflüssigen in LNG und über den Atlantik zu fahren und damit zumindest teilweise die russischen Energieimporte zu ersetzen. Das spielt jetzt natürlich rein Sanktionen und so weiter, aber das ist der aktuelle Verhandlungspunkt im TTIP-Energiekapitel. Das ist das, was die EU-Kommission betreibt mit der EU-Energy-Politik unter dem Stichwort Unabhängigkeit. Klingt super. De facto läuft es darauf hinaus, dass Energie mit Schiffen erst verflüssigt wird, dann mit Schiffen über den Atlantik gefahren wird, um hier extra Infrastrukturen dafür aufzubauen, um andere Energie, die wir aus Russland beziehen, auch weit weg, über Pipelines, sehr viel sicherer, zu ersetzen. Das ist sozusagen der Kontext, der bisher öffentlich noch überhaupt keine Rolle spielt, aber darum geht es in TTIP. Und wenn wir uns jetzt fragen, also völlig irrational aus der Perspektive von Regionalisierung, ne? Weil die Alternative ist natürlich Stärkung regionaler Wirtschaft, kontinentale Integration. Und wenn wir uns jetzt aber fragen, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dann bleiben übrig die fünf großen transnationalen Energieunternehmen und dazu gehören eben auch die Shell, BP, Statoil aus Europa, die alle ganz fett in der nordamerikanischen Fracking-Industrie drinstecken und da Gasüberschüsse produzieren. Fragen wir uns, haben die USA ein Interesse daran, Energie zu exportieren? Nö. Die USA haben seit 1976 einen geschützten Binnenmarkt. Die Gaspreise sind ein Viertel bis ein Fünftel von den europäischen Gaspreisen. Es ist völlig klar, der größte Teil der nordamerikanischen Wirtschaft wird darunter leiden, wenn die USA im Rahmen von TTIP Energieexporte beginnen, weil da werden sich die Produktionskosten erhöhen. Und das ist eine Auseinandersetzung, die auch in den USA stattfindet. Deswegen blockiert zum Beispiel das Energieministerium und auch Obama diese Anträge auf Energieexporte, während andere Gruppen die befördern. Und wenn wir dann mal angucken, wer bezahlt in Brüssel eigentlich die Millionen für TTIP-Propaganda bei den Lobbygruppen, dann stehen eben ganz oben Exxon, Chevron, Shell. Ne? Die wollen dieses Energie-TTIP-Kapitel, um ihre Energieüberschüsse aus dem nordamerikanischen Markt nach Europa reinzupressen. Und also daher appelliere ich immer zu sagen, Achtung, wir müssen ein bisschen aufpassen, bei der TTIP-Debatte immer über die USA zu reden. Nein, es sind spezielle wirtschaftliche Gruppen in den USA. Andere haben daran überhaupt kein Interesse. Ja, danke. Und jetzt Ulrike, bitte. Ja, ich würde gerne nochmal auf die Fragen eingehen, die gestellt wurden. Da war ja erstens eine Frage nach der Rolle von dem Weltstandard. Aus meiner Sicht ist das völliger Müll, dass es bei TTIP darum geht, Weltstandards zu setzen, obwohl Obama oder auch Merkel das immer erzählen. Damit wird nur der Nationalismus in den einzelnen Ländern befördert. Dann wird so getan, okay, wenn wir nicht TTIP haben, dann kommt Deutschland in Gefahr. Aber einer von Ihnen hat ja richtig gesagt, wir haben es hier sowieso nur mit transnationalen Unternehmen zu tun. Das hat ja auch Ziegler gestern gesagt, schon 52% des Weltbips produzieren. Die sind in China, die sind auch hier. Es gibt diese Standards schon. Also die sind vielleicht bei Autoblinkern nicht so ausgeprägt, aber eigentlich wird schon international nach gleichen Standards produziert von den gleichen Unternehmen. Und natürlich auch ohne ein Handelsabkommen ist es so, das wissen Sie ja alle, dass permanent in China investiert wird. So, das heißt, es geht auch gar nicht um Handel, obwohl das immer erzählt wird, sondern es geht um ein Thema, das wir heute etwas weniger stark behandelt haben, nämlich um diese Investitionsschutzabkommen. Die gesamten Freihandelsabkommen sind nur ein Vehikel, um diese Schiedsgerichte zu implementieren. Wenn TTIP käme, hätten 75.000 Konzerne ein Klagerecht, das sie jetzt nicht haben gegen Staaten. Und deswegen müssen die auch verhindert werden.
Man sollte also nicht so viel über den Freihandel jetzt reden, wenn es um TTIP geht, sondern um diese Investorenschutzabkommen. Die hätten, das hätte, wenn man das verhindern könnte, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um die Entwicklungshilfe geht. Das wurde ja schon erwähnt, 130 Entwicklungsländer haben ja schon diese blöden Investorenschutzabkommen abgeschlossen mit Deutschland, zu diesen ganz schlechten Konditionen, dass man immer gegen jede staatliche Maßnahme klagen kann. Die Chance ist, wenn man jetzt TTIP verhindert nach dem Motto, ja, diese Schiedsgerichte wollen wir nicht, dass man dann wieder ganz neu diskutieren kann, okay, wenn wir die nicht wollen, warum sollen denn 130 Entwicklungsländer das akzeptieren? Und dass man diesen ganzen Müll wieder zurückdrehen kann. Und da stehen auch die politischen Chancen gar nicht schlecht, weil zum Beispiel die UNCTAD Report nach dem nächsten publiziert zu dem Thema, wie scheiße diese Investitionsschutzabkommen sind, die es schon gibt. Niemand hat das je gelesen. Jetzt kommt TTIP. Jetzt haben die plötzlich eine Aufmerksamkeit, die sie nicht hatten. Also man muss sagen, diese ganze TTIP-Geschichte hatte für die Entwicklungsländer bisher auch positive Seitenaspekte. Dann wollte ich noch mal was sagen zu China, Protektionismus, Korea, Nordkorea. Ja, Nordkorea funktioniert überhaupt nicht, ist völlig klar, aber die machen ja auch keinen Protektionismus, sondern Steinzeitkommunismus. Südkorea, kann ich jetzt nicht alles ausführen, hat den gleichen Weg genommen, den China jetzt geht, nur 50 Jahre vorher. Nicht? Die haben schon ab den 50er Jahren angefangen, mit Staatsintervention sich zu modernisieren. Wenn Sie darüber ein Buch lesen wollen, das wirklich genial ist, ist geschrieben von einem Südkoreaner, den Sie vielleicht auch kennen, heißt Ha Yun Chang, ist heute in Cambridge und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Kicking Away the Ladder. Und da wird das genau beschrieben, wie Entwicklungshilfe, also Schwellenländer sich industrialisieren können, wie man das machen muss und wie es auch Südkorea gemacht hat. Und dann als letztes war ja die Frage, was ist mit Amerika und müssen die amerikanischen Bundesstaaten bei TTIP zustimmen? Nein. Es muss nur der Senat zustimmen und der Kongress. Und es gibt ja die Möglichkeit, in den USA so eine Fast-Track-Lösung zu haben, dass also der Präsident alles aushandelt und der Kongress nicht zustimmen muss. Diese Fast-Track-Lösung ist aber jetzt schon gescheitert bei TPP, also das, was, worüber auch das andere Abkommen über das MacDill auch viel geredet hat. Das heißt, es muss durch den Kongress. Wahrscheinlich würde es den Kongress auch passieren. Aber was ich noch sehr interessant finde und nur einspeisen will, ist, dass die neueste Entwicklung ja ist, dass dieses Trans-Pacific Partnership wahrscheinlich an Japan scheitert. In Japan ist der Widerstand so groß, noch viel größer als hier gegen TTIP, dass TPP wahrscheinlich keine Chance hat. Und da Japan aber das Land ist, an dem die USA am stärksten interessiert sind, ich meine Neuseeland ist auch schön und Chile auch, aber eigentlich geht es um Japan, wird wahrscheinlich jetzt dieses ganze Vertragswerk auch in sich zusammenfallen. So, das, vielen Dank. Ja, danke schön. Und Heike, bitte. Ja, ich habe auch noch ein paar Fragen zu beantworten. Es ging noch mal um die Auswirkungen, die wir hier vielleicht nicht so spüren. Aber ich meinte natürlich, man bringt sie, es gibt natürlich schon Auswirkungen, aber man bringt sie eben nicht direkt auch in Zusammenhang mit der Freihandelspolitik mit dem Süden. Generell muss man natürlich sagen, bevor es die Global Europe Strategie gab, gab es die Lissabon Strategie 2000. Und die hat ja genau formuliert, die EU soll sozusagen zum wettbewerbsfähigsten, dynamischsten Wirtschaftsraum der Welt werden bis 2010. Und dafür müssen wir ziemlich viel verändern, um wettbewerbsfähig zu werden. Und das war in Deutschland die Agenda 2010 zum Beispiel. Ja, also Lissabon-Strategie 2010, Agenda 2010. Und das sind natürlich ganz konkrete Auswirkungen, die wir hier erleben. Die Wettbewerbsfähigkeit, um nachher auch in internationalen Wettbewerb, in Freihandelsabkommen mit dieser Produktivität und auch dem Lohndumping, das ja betrieben wird, auch innerhalb der EU, stark zu werden bei gleichzeitig wachsender Produktivität, das ist natürlich eine Folge, die wir ganz konkret in unseren Arbeitsverhältnissen, in unseren sozialen Standards und so weiter natürlich ganz klar spüren. Und das wird jetzt versucht, noch mehr über die EU-Krisenpolitik in den Ländern den südlichen europäischen Ländern ganz knallhart durchzusetzen. Ja, wirklich in meinen Augen eine kriminelle Politik, die da verfolgt wird und die den Ländern oktroyiert wird, die teilweise eben noch mehr Widerstand geleistet haben. Und der absolute Motor, auch bei den EU-Freihandelsabkommen, also Global Europe Strategie zu entwickeln und so weiter,
war die Bundesregierung. Deutschland, Exportland Nummer 1 sozusagen, hat massives Interesse schon immer gehabt, dass die EU natürlich nicht den Binnenmarkt stärkt. Es geht ja viel auch von Deutschland in den Binnenmarkt und jetzt aber natürlich auch international sich so aufstellt, um diese bilateralen Handelsabkommen massiv zu forcieren. Also hier sitzen große Lobbygruppen natürlich, die das mit vorantreiben, und deshalb kann man die Zusammenhänge eigentlich schon darstellen, aber es ist eben nicht so einfach. Man muss dann schon mehr erklären und ein bisschen ins Detail gehen. Und das ist natürlich jetzt bei TTIP ein bisschen offensichtlicher, und das stimmt, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Sollte wirklich die Schiedsgerichtsbarkeit scheitern, sollte das nicht durchgesetzt werden, können natürlich andere, die Verträge unterschrieben haben, sagen, ja, wieso sollen wir eigentlich das weiter unterstützen? Und das ist so, dass die Schiedsgerichtsbarkeit bei, was weiß ich, Nordafrika, bei Lateinamerika, überall ja verankert ist, heute schon, und da die EU-Konzerne die massiven Treiber dieser Investitionsschutzgesetze sind in den Freihandelsabkommen. Nur kurz, was die Linke betrifft, da bin ich vielleicht insofern ein bisschen falsch verstanden worden. Das heißt nicht, dass wir nicht Freihandel oben auf der Agenda haben, sondern natürlich war es auch innerhalb unserer Strukturen die Frage der Länder des Südens nicht die oberste Priorität, weil wir natürlich viele Kämpfe hier haben und sowohl in Europa die Krisenpolitik als eben auch hier in Deutschland, und deswegen, und das würde, da würde ich für alle Parteien sprechen, es immer auch für die Entwicklungspolitikerinnen ein Stück ein Kampf ist zu sagen, wir wollen diese Themen auch setzen, weil sie mittelfristig auch uns alle betreffen, und jetzt mit TTIP sehen wir das sehr, sehr deutlich. Das ist auch eine Schlussfolgerung, also eine logische Konsequenz aus den ganzen anderen zahlreichen bilateralen Handelsabkommen, dass es natürlich auch irgendwann zu den ganz großen Wirtschaftsregionen kommt. Und da sind wir dran, Daniel, und wir haben deine Bitte eigentlich schon gestern umgesetzt. Wissen, dass du sicher was forderst von uns, und ich habe ein Interview gehabt, und da stand dann drauf, Freihandel ist Kapitalismus pur, und greifen den Freihandel frontal an. Also wir machen da natürlich weiter. Und was gab es? Ja, dann einen letzten Punkt noch. Ich wollte das nicht so in direkten Zusammenhang am Anfang stellen, aber eine Folge der EU, das wissen wir alle, Handelspolitik ist natürlich auch vermehrt, dass Menschen ihr Land verlassen aus fehlender Perspektive, weil Existenzen zerstört werden, massiv entweder zerstört werden. Wir haben die EU-Fischereipolitik, die Agrarpolitik, über die EPAs wird auch jetzt schon gezeigt, dass Firmen abwandern in andere Länder und in einem Land die Arbeitsplätze von heute auf morgen weg sind, im Blumensektor zum Beispiel, und dann in ein anderes Land gehen, weil sie dann bessere Bedingungen haben in die EU, je nachdem, wer eben unterschreibt und wer nicht unterschreibt, die EPAs. Also da gibt es viele Verwerfungen, die haben dann sehr direkt mit uns zu tun. Und da denke ich, ist es natürlich ein ganz großer Aufklärungsbereich. Das wird zwar diskutiert, auch im Rahmen der Flüchtlingspolitik. Ich wollte das aber jetzt nicht sofort in den Zusammenhang bringen, weil ich es immer schwierig finde zu sagen, ja, also wir müssen jetzt eine andere Handelspolitik machen, damit jetzt nicht irgendwie mehr Menschen zu uns kommen. Das finde ich nämlich auch immer eine sehr einfache Logik. Aber es gibt viele, die natürlich auch gezwungen sind, dann zu sagen, wir versuchen eine neue Existenz woanders aufzubauen, weil wir schlichtweg so unter Druck sind und keine Perspektive haben. Und in dem Sinne haben wir auch gesagt, endet eigentlich dieses Interview, das wir gemacht haben auf der Linksfraktionsseite, dann auch eine gute Wirtschaftspolitik für ein gutes Leben für alle statt Freihandel und diese neoliberale Globalisierung. Danke. Ja, vielen Dank, Heike. Ich glaube, es ist deutlich geworden in dieser Diskussion auch, dass Freihandel nichts Neues ist, dass Freihandelsvereinbarungen mit
Regelungen wie Wegfall von Zöllen, Investorenschutz, private Schiedsgerichte, dass wir all das seit Jahrzehnten erleben, dass es vor allem die Länder des Südens bisher getroffen hat und dass wir ein Gefälle zwischen Industrie- und Entwicklungsländern haben und dass solche Verhandelsvereinbarungen eben katastrophale Folgen für die Menschen vor Ort haben, dass Landraub, Zerstörung lokaler Märkte, Existenzvernichtung, ja sogar Morde Folgen sind und dass der Kampf gegen TTIP, der ja auch eine Öffentlichkeit bei uns schafft, den Kampf, den wir gegen TTIP hier bei uns auch führen müssen, auch genutzt werden muss, um allgemein sozusagen auf die katastrophalen Folgen hinzuweisen und ja auch eine Vernetzung zwischen Aktivisten im Norden und Aktivistinnen und Aktivisten im Süden herzustellen und sich gemeinsam zu vernetzen, um eben diesen gemeinsamen Kampf gegen neoliberale Ausbeutungsverhältnisse zu führen. Ich danke dem Podium für die Diskussion. Ich danke all denjenigen, die hier im Hintergrund gewirkt haben, um diesen Workshop zu ermöglichen. Ich danke den beiden Dolmetscherinnen für ihre es ist ja wirklich anstrengend, auch sozusagen die ganze Zeit zu übersetzen, deshalb da auch großen Dank. Ich wünsche uns allen gleich eine erfolgreiche und kraftvolle Demonstration, die hier in München, um ein bisschen ja auch möglicherweise auch ein bisschen die Bevölkerung zu sensibilisieren für die Thematik und wünsche allen einen erfolgreichen Tag. Und denkt daran, die Kopfhörer zurückzugeben. Unbedingt, das ist wichtig. Applaus